die Auslage. Wir spielen nämlich Winter is Coming, ja. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Unboxing eines kleinen Spiels. Wobei eigentlich ist es kein Spiel, sondern eine Erweiterung. Denn es ist Copenhagen oder Kopenhagen New Facades angekommen. Ja, dear Bäcker, danke für euer Bäcken. Und wir haben hier zum einen New Facades hier. Und Nyhaven, beziehungsweise Nyhaven. Ja, dann schauen wir doch mal, was da alles drin ist. Queen Games hat es hier in diese Tüten hier verpackt. Das heißt, wir haben zum einen bunte Fassadenteilchen. Spielmaterial. Das sind noch verschiedene Sprachen. Aber hier sehen wir 5x5er Fassadenplättchen, 5x6er Fassadenplättchen, Änderungen im Spielaufbau. Na, das sind so die typischen Queenies eigentlich. Können wir mal reinschauen. Ich habe natürlich die Acrylglas-Varianten bestellt. Denn ich habe ja die Acrylglas-Kopenhagen-Version. Und ja, sieht urig aus mit den verschiedenen Farben. Hat was. Und ja, was haben wir hier? Da haben wir auch noch mal, so, gleich mal gegen die Kamera gestoßen. Hei, 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 so. Was haben wir hier auch noch mal? Das sieht auch. Da ist aber ein ordentlicher Schlenzer drin hier wieder. Eieiei, Queen Games, was macht ihr da immer mit den Teilchen? So. Hier. Na, ist auch ein kleiner Schlenzer. Upsa. Tja. So ist es mit dem Acrylglas, ne? Ist nicht ganz so robust wie jetzt Karton. Was eigentlich irgendwie falsch klingt, aber ja. Das sieht ja lustig aus. Naja, so, wunderbar. Das mal zu den New Facades, die neuen Fassadenteilchen. Jetzt schauen wir mal, was Nyhaven und Nyhaven, Nyhaven klingt irgendwie cooler, beinhaltet. So, wir haben hier ebenfalls neue Fassadenteilchen. Wir gehen mal auf die deutsche Variante. Da haben wir dann auch ja, die Version, auch größere Teile, neue Formen und Farbkombinationen bei den Fassaden lassen Spieler neue Wege entdecken und ihre Fassaden besonders schön gestalten. Änderungen im Spielverlauf. Ah, man kann dann hier drei Farben, kriegt man dann das hier. Okay, verstehe. Schauen wir uns das doch mal an. So. Das sind die, oh, klebt die einzelnen. Die einzelnen Dinger hier. Klebt auch. Farben, ihr seht, ist natürlich gleich. So. Auf jeder Seite. Jetzt haben wir die hier noch. Ja. Auch noch mal eine andere Form. Ja, mir fällt gerade auf, ich habe Kopenhagen schon lange nicht mehr gespielt, aber ist ja auch kein Wunder bei so vielen neuen Spielen. Bin gespannt, was diese neue Varianten, wie sich diese verhalten. Ja, ich habe ja hier den Prototypen gehabt und ihr seht, er ist gewachsen. Das finale Produkt ist gewachsen, hat auch eine schöne Rückseite hier. Wir schauen jetzt einfach mal rein.
wie das Spiel aussieht. Und ja, ich mache das mal hier ganz schnell. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Rupp, rupp. So, zack, zack. Aha, so sieht das aus. Eine deutsche Anleitung. Soviet Kitchen, der Zweite Weltkrieg geht zu Ende. Sehr schön. Schöner Style. Kurz und knapp. Ah, hier sieht man auch mehr Essen. Dieses Spiel gehört. Okay, das ist lustig. Rulebook, das Ganze nochmal auf Englisch. Und hier sehen wir jetzt die Karten. Was natürlich auffällt, riecht besser als der Prototyp. Und wir sehen, Kartenmaterial ist super. Tada, mischt die Karten außer diese hier und legt los. Bam, shuffle the card. Ja, hier sieht man Walspeck. Die Schrift ist geblieben. Das Schwarze ist das Deutsch, alles Käse. Ja, ist cool. Wir sind das. Ah ja, okay. Wunderbar. Das ist die Karte. Hier hinten sieht man die QR-Codes. Hier haben wir die einzelnen Chapter. 5, 4, 3, 2 und das ist 1. Nicht öffnen, bis die App es sagt. Ja, können wir hier reinschauen. Balalaika. Zeige euch diese Karte jetzt nicht, das ist geheim. Und ja, ihr habt hier Moskau, Village, Kreml, KGB. Ja, da sind sie treu geblieben dem Ganzen. Das ist nämlich auch im Prototypen gewesen. Wir können ja mal hier einen Vergleich machen. Die Karten hier. Puh. Kommt der gute Duft wieder hervor. Von der Größe her haben die sich natürlich nicht großartig verändert. Sind ein bisschen kleiner vielleicht jetzt. Ja, und ich weiß nicht, mit was für Farbe die das gedruckt haben. Also es riecht auf jeden Fall schon wieder. Ja, ich komme wieder drauf zurück. Aber jetzt sind sie schön geworden. Ja, die sind halt Plastikkarten gewesen. Sind ein bisschen fester, muss ich sagen. Ja. Das hier sind jetzt mehr Kartonkarten. Und ja, aber es sieht auf jeden Fall etwas strukturierter aus als hier. Wunderbar. Das ist das alte Ding. Mache ich weg. Das ist das Originalspiel. Und jetzt kommt noch der Kickstarter Exclusive Handyhalter. Den zeige ich euch nämlich jetzt. Allerdings muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist einfach mega dünnes, labbriges Papier. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich dachte, da kommt jetzt so ein guten Karton mit dabei, ja. Ich meine, gut, das haben sie mit dazu spendiert, aber das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, das wird ein bisschen stabiler. Ich werde das auf jeden Fall mal aufbauen und mal gucken, wie das so hält. Und dann zeige ich euch das finale Produkt. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, ja, nach super aufwendigem Basteln habe ich jetzt diesen Grinder hier aufgebaut. Sekunde. Ja. Es ist ja irgendwie nett, dass man durch Falten und Basteln ja, irgendwie so ein Ding baut, aber also Leute, wenn das so ein Gag ist, ja, mag sein. Also wenn ich jetzt hier mein Handy drauflege, ja, das geht immer wieder auf hier. Das ist
Also, das hättet ihr schon ein bisschen cooler machen können, Hyrule Games. Also, das ist, wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, haha, super Gag, ja, okay, mag sein, das Ding wird wahrscheinlich eher irgendwo anders landen, als auf dem Tisch. Wirklich geil sieht das jetzt nicht aus. Schön, dass hier noch eine Karte dabei ist. Und zwar der Meat Grinder. Aber ja. Jedenfalls, das war das Unboxing zum Spiel. Ich habe euch das Aufbauen erspart. Es gibt einen QR-Code, da könnt ihr das Video angucken. Und es ist ein ziemliches Gefummel, eher nicht so schön. Und ja, aber das Spiel, wie gesagt, war eigentlich ganz witzig. Mal ausprobieren dann. Soviet Kitchen Unleashed. Es ist Winterborn. Man sieht es noch nicht, aber es ist tatsächlich Winterborn. Was ist denn das hier? Aha. Bonusmaterial, Bonuskarten. Wir schauen mal kurz rein. Das ist schon wieder so lange her. Man weiß gar nicht, was man denn alles mitgebackt hat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön, das Schiffchen. So, aber hier unten, das ist eine kleine Box. Das ist eine super kleine Box. Ich habe echt gedacht, das ist so ein richtig großes Euro, ein großer Eurogame-Klopper. Aber das ist ja eine sehr überschaubare kleine Box. Ja, das ist Größe von. Ja, Größe von was denn? Vielleicht ein bisschen größer als Seven Wonders Duel. Ne, das ist schon ein bisschen größer. Aber ja, wir schauen mal hier rein. Ja, hier gibt es so eine Stelle, die man hier ganz gut aufschneiden kann. Und ja, ein Spiel für ein bis vier Spieler. Das ist aber eine feste Folie. Alter Falter. So eine habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Da ist auch die Folie auch hochwertig. So, ja. Hinten drauf von Talon Strike Studios. Und hier haben wir das. Das Messer weg. Jetzt öffnen wir das Ganze mal. Explore, Trade, Conquer von Brian Suri, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wunderbar. Hier sehen wir die Anleitung. Können wir mal kurz hier durchschauen. Schön bunt auf jeden Fall. Nein, ist kein Familienspiel. ja, hübsch. Das sind die Banner-Sets. Solo-Rules. Ein Solo-Let's Play wäre doch möglich, ne? Schauen wir mal. Je nachdem, ob ihr das wollt oder nicht. Das sind. Das fühlt sich interessant an. Das ist Karton, aber so eine interessante Schicht. Genau, die Spielerboards, vier Stück. House of Morteria. Haus Serra. Ja, ist recht dunkel ausgefallen, das Design, aber man erkennt es trotzdem. Haus Sangeren oder Sangeren. Bin nicht sicher. Sieht man denn hier die Unterschiede? Explore. Ne, sieht gleich aus. Ah, hier hinten ist noch Season Board. Okay. Interessant. Und Haus Skogula. Jo, hier sehen wir kleine, dicke ist cool. Tokens, das sind die, das sind aber nicht die Areas, oder? Hier. Wunderbar. Und wir haben hier, ist das ein Spielermarker? Weiß gar nicht. Marker hier. Alles recht kompakt, würde ich mal sagen. Das ist ja schon fast ein Spiel für unterwegs. ja, hier sieht man die Auslage. Wir spielen nämlich Winter is Coming. Ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Haben wir hinten noch was? Oh, hinten haben wir auch. End of Game Scoring. Ah, interessant. Da hat man die Endscore-Tafel auf die Rückseite gemacht. Aber hier haben wir auch noch mal einen Block mit ein paar. Genau. Oh,
Ah, oh, da macht man auf und man findet immer mehr Sachen. Ein Tray, sehr schön. Hier haben wir, oh, kriegt man das irgendwie raus, ohne dass ich es jetzt hier kann es kippen. Das ist semi-gut, da hätte man irgendwo noch ein Löchlein reinmachen können, damit man das besser rauskriegt. Trade, Exploration, Conquer, Spoils. Ja. In verschiedenen Farben. Aber steht überall das gleiche drauf. So, dann haben wir hier natürlich Karten. Die gucken wir uns mal kurz an. So, wenn ich das hinkriege. Ah ja. Tada! So. Ah ja, das sind zwei. Ah ne, das ist die Rückseite. Trade. Jetzt, sag mal, was ist denn heute los? Habe ich hier Fallobst gegessen? So. Trade. Ja, Ally. Ally in grün, aber mit anderen Sachen drauf. Das ist recht klein. Das sind so die typischen, eigentlich fast Fantasy Flight, ganzen Arkham-Spiele-Größe von den Karten her. Haben wir das hier. Und hier, oh, da haben wir noch einen ordentlichen Kartenstapel. Gucken wir uns den auch noch an. So. Das sind die Banner. Unten stehen noch kleine Sachen. Also Text ist überschaubar. Okay, build a bra adjacent to your warrior, no cost and sack this card. Das kann man dann vielleicht übersetzen, aber ich denke ansonsten. Okay, End of Game Scoring haben wir hier noch. Ja, gut. Provision, when use this card to move. Ist ja die Frage, ob das Open Information sind oder nicht. Ansonsten kann man das, denke ich mal, auch gut mit nicht englisch sprechenden spielen. Hier oben sieht man dann immer auch die Symbolik, was man. Upsa. Ja, heute habe ich es echt nicht drauf, ne? Macht. Ich leg die einfach weg. So. Ja. Ah, oh, hier, Treasure. After moving your explorer, gain one gold. Hier sind aber auch unterschiedliche, wie ihr seht, Symbole drauf. Move one building to a different province. Or, ah, hier sind noch irgendwelche Sondersachen. The Wilds. Ah ja, okay. Sehr cool. Ja. Einiges an Karten. Die kann man eigentlich schon wieder hier, rupp, hier reinmachen. Super, eine vergessen. Läuft. Wunderbar. Es ist 21:53 Uhr. Da sollte man kein Unboxing mehr machen. So, hier. Ja, ich muss das nicht alles rauskramen. Aber ihr seht hier ein paar schöne Holztokens. Sind nicht zu dick, aber ausreichend, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, die Häuser sind ein bisschen dicker. Hier aber noch, was ist denn das? Fleisch. Das sieht lustig aus. Männchen, da sind die Krieger. Schiffe, die blauen, ja, rot. Weiße Miepel, Standard-Miepel, unglaublich. Hier sind auch nochmal gelbe Gebäude vielleicht. Und da sind auch nochmal Holzmarker. Die sehen ja schön aus von der Symbolik her. Ja, also, ihr seht hier. Da gibt es einiges zu explore, zu trade und zu conquern. Das war jetzt mal hier ein Unboxing zu Explore, Trade, Conquer, Winterborn. Okay, das ist viel. Ich glaube, das kriege ich so gar nicht raus. Ah, so kriege ich es raus. Ha. Als hätte ich schon mal was ausgepackt. Wir drehen das Ding einfach um. Und es erscheint ein Suburbia. So. Ja, das sieht ja gar nicht mal so klein aus. So, hier haben wir sie. Die Suburbia Collector's Edition. Ein Riesending. Da brauche ich gar keinen. Ah, doch, ich stelle es mal hier auf. So. Ich mache mal hier die Verpackung weg. So, da haben wir zum einen. Oh, das
Ja, es wiegt gar nicht so viel, weil wahrscheinlich die ganzen Dinger, die hier sind, da rein müssen. So. So viel Verpackung. Ja. Hier haben wir die einzelnen Teile. Ich mach mal hier auf. Hier sehe ich, dass da wunderbar. Upsa. Überall Verpackung. Boah, hier. Die rutschen mir richtig weg, so schwer ist das. So, nochmal umdrehen. So, jetzt. Jetzt können wir das sehen. Ja. Fancy Restaurant. Die Teile hier. Office Building. Da will eins raus. Können wir gucken. Ja, schöne, schöne Dicke eigentlich. Wieder rein damit. Es gibt ja wohl ein Video online, wie man das zusammen, wie man das einbaut. Weiß nicht, ob ihr das sehen wollt. Von mir, wie ich das einbaue. Mal schauen. So. Upsa. Ja, ich lege das jetzt einfach mal so hin. Einiges an Plättchen, ne? Kostet alle zwei. Mhm. One more round. Mhm. Kann das ja echt gut sehen. Ja, doch, kann man gut sehen. So. Mhm. Da, das sind ein paar Überbleibsel. Messe essen. Dice Tower Con, Gen Con, Gruger Park. Das ist ja witzig. Helipad. Aha. Population Border Bonus. Lake Challenge. Mhm. Aha. Das ist ein anderer. Forest. Okay. Upsa. Nicht kaputt machen. So. Ja. Yep. Auch okay. The fewest, the most capitalist. Alles klar. Das sind die Goals. Ja, danke. Jetzt steht das hier auch. Play adjacent. Ich dachte, da wäre auch irgendwas Deutsches dabei gewesen, aber scheinbar ist das doch nur die Englische. Das ist schon so lange her, weiß man schon gar nicht mehr. Wunderbar. Das ist wohl ein Scoring Pad. Bauen wir das mal zusammen. Jo, nice. Kriegt man dann auch rein. Ah, hier hinten ist auch irgendwas. Ah, noch mehr Punkte, oder? Nee. Hm. So, was ist das? For best results. Please be careful when folding. Ach, ein Tower. Ja, der Tower. Genau. Und hier der Tile Tower. Mhm. Den muss man dann zusammen basteln. Und jetzt schauen wir doch mal, was hier drin ist. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur natürlich der Platz, in dem es rein muss. Bisschen blöd zum Reinschneiden. Jetzt schneide ich mir vor laufender Kamera in die Hand. Nein, ich habe es offen. Aber die Folie ist echt ein bisschen eine sehr feste Folie, muss ich sagen. So. Ja,
das wird auch das ganze Regal füllen. Wunderbar. Hier sehen wir die Rückseite der Box. Unique to this Kickstarter Edition 5 Custom Player Color Cities. Ja, sieht natürlich schon cool mit diesem Goldfinish hier. 90 Minuten geht das nur. So. 1 bis 5 Spieler. Bézier Games. Cool finde ich ja, dass hier seitlich solche. Hier seitlich solche Dinger sind zum Aufmachen. So, was haben wir denn hier alles noch? Aha. Sehr schön. 15 City Tiles, Tokyo. Mhm. Content. 10.000 Sachen. Border Tiles. Ja, stimmt, da sind ja noch hier. Suburbia Collector's Edition. Ja, cool. Suburbia Nightlife Base Game. Das sind die ganzen Blättchen, die es gibt. Wow, alle einzeln erklärt. LED Light Holder for the Tile Tower. Okay, geil. Ja, hier sind die schauen. Tokens drin. Ja, muss man eigentlich jetzt einzeln rausholen. Das sieht ja süß aus. Gabel, Messer. Messer, Gabel, Flugzeuge, Sterne, Autos und noch mehr Stuff. So. Dann hier Metallmünzen. Sind die schwer. Okay. 5er, 1er und 10er. Wir haben ordentlich Gewicht. Dann haben wir irgendwas, was hier rausgefallen ist. Was ist das? Score Bonus. Ne, Score Challenge. Score Bonus, okay. Ja. Sehr gut. Hier. Da ist noch ein schwarzes Ding. Das ist die LED-Dingens für den Tower wohl. Mhm. Was ist denn das? Ist das der Tower? Was ist denn? Ein komisches. Okay, interessant. Oh, okay. Das ist die auf. A, B, C, D. Klingt jetzt nicht so schwer zum Einräumen. Was aufmachen. Aha, noch mehr A, B, C, D. Bestimmte Teils. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr stabiles Plastik. Von Game Trace natürlich. Wer auch sonst? Das sieht ja cool aus. Okay. Das ist wie ein Spielzeugladen hier. So, hier sind irgendwas mit. Ja, Meeples. Okay. Das ist klar, was da reinkommt. Zumindest teilweise. Hier. Deckel ist in anderer Farbe. Okay. Städte. Und Ritter. Und hier sind die. Ich habe nur die Version gebackt. Das reicht auch völlig aus. Ich meine, das sind coole Farben. Okay, grün fehlt hier vielleicht. Das sind noch die Special-Dinger. Cool, Los Angeles, Chicago, New York, Washington DC und Orlando. Hier ist auch noch was. Da ist nichts. Ja, ist schwer genug. So.
Und hier seitlich sehe ich schon, steht drauf, wie man es einräumt. Ja, so richtig, weiß ich, ob man das so richtig erkennt. Expansion Tray, ja, top. Hier ist Bottom. Oh, fällt schon auseinander. Okay, ja. Bottom. Ja, man kann hier schon teilweise erkennen, was da drin ist, aber naja, mal schauen, ob man das hier schön zusammenbauen kann. Ist das jetzt richtig drin? Ja, ist richtig drin. Sieht auf jeden Fall nach viel rausfriemeln aus. Ja, Suburbia Collector's Edition Ted Asbach. Ja, schreibt doch in den Kommentaren, ob das Unboxing so in der Form euch gefallen hat, dass wir hier alles in eins gepackt haben. Gerne auch Kommentaren zu den einzelnen Spielen und lasst auch gerne einen Daumen da natürlich und ein Abo, falls ihr das noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye bye.